Grüß Gott, lieber Aquarianer, zu einem neuen Video. Und zwar kommt heute diese Wurzel mit den vielen Höhlen und der Terrasse hier rein. Die kommt raus, die ist zu klein, weil ich habe jetzt blaue Fächerhandgarnelen. Und die müssten sich dann auch verstecken können. Das können sie nur, wenn sie richtige Höhlen haben. Wie hier zum Beispiel. Viel Spaß bei dem Video. Das kommt raus. Und das kommt rein. Erst kommen alle Pflanzen raus, die stören. Die Wurzel mit den Pflanzen oben drauf. Die Ausläufer, der Kies wird komplett beseitigt hier, abgesaugt und gewaschen gleich, damit wir Platz haben für die neue Wurzel. Die alte Wurzel ist mit einer Plexiglasplatte, die neue wird mit Gummisaugern festgemacht. Hier sieht man schön, wie die Kryptogorine aus der Kokosnussschale die Ableger in den ultraflachen Boden schiebt. Muss ich hin und her wackeln. Ein paar werden abgerissen, aber die werden sowieso gekürzt. So, jetzt wird die Wurzel rausgenommen mit der Plexiglasscheibe. Und ihr seht, ist alles verdreckt. Anschließend mache ich eine Pause, gehe mit den Hunden und die Filter laufen weiter. Und wenn ich wiederkomme, ich schätze mal in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde oder Stunde, ist alles glasklar. Ist das Becken rein. Sieht aus wie Schwein. Die Wurzel kann ich natürlich jetzt nicht die Pflanzen rausmachen. Die kommen praktisch draußen in meine Regentonne mit allen Pflanzen zusammen. So habe ich Zeit, mich um die Pflanzen zu kümmern. Jetzt stelle ich die Pumpe auf. Hm. 4000 Liter pro Stunde. Ich muss natürlich Wasser nachfüllen, ist eh klar. Aber das mache ich ja gerade. Und wir sehen uns das mal in einer Stunde an. Zurückgedreht ungefähr auf 2500, 3000 Liter. Wenn die Anzeige halbwegs der Realität entspricht. Aber ihr seht schon, wie die Filter arbeiten jetzt. Durch den Überlaufrohr. Durch das Überlaufrohr, ja. Kommt zusätzlich Wasser. Also der Notüberlauf. Und das Becken ist in einer Stunde bibi sauber. Und dann sauge ich erst den Sand ab. Beziehungsweise schaufeln raus. Ich habe jetzt zurückgedreht auf knappe 2500-3000 Liter pro Stunde. Ihr seht, wie es arbeitet. Ich werde jetzt zuerst den Sand rausmachen, nicht erst nachher, nach einer Stunde. So, jetzt kommen die Edelstahlschrauben rein. Damit die Gummisauger drüber gestülpt werden. Die Füße rein. Schauen, wo wir das am besten reinkriegen. So hoch ist dann mein Kiesbett, was hier drunter ist. Ja. Aber
sieht schon ein bisschen krimineller aus. Ja, da müssen wir vorbohren, ne? Weil da muss ich, weil das vorne ist, hier dahinter setzen. Muss ich hier schräg, vielleicht könnt ihr das sehen, von hinten eine Schraube reinsetzen. Und dazu muss ich aber vorbohren. Was haben wir denn hier? So gut rein, wenn ihr so eine Schräge nicht vorbohrt. So, schauen wir mal, ob man das von vorne sieht. Ja, passt. Aha, hier muss ich eine Klopse reinmachen. So, noch was. Bei vier Schrauben müssen alle beide gleich draußen sein, also die Wurzel darf nicht kippeln. Weil sonst ein Sauger nicht richtig oder zwei nicht richtig angepresst werden. So, das war's. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit wieder Dreck gemacht, aber das ist egal. Jetzt schiebe ich die Wurzel auf den Gummisauger, so dass ich sie, dass sie mir gefällt. So. Das scheint nicht schlecht zu sein. Ein bisschen rüber. Jetzt heißt es erstmal angucken. Es kann sein, dass er noch ein paar Mal verschoben wird. Ja. So ist das. Jetzt heißt es Geduld haben, das Wasser sauber machen lassen und erstmal den Eindruck von der Wurzel wirken lassen. Ich bin noch nicht zufrieden damit, aber das werden wir sehen. Jetzt tue ich den Kies sauber machen und so muss man halt ein bisschen Zeit mitbringen. Jetzt gehen wir runter, den Kies waschen. Jetzt zeige ich euch mal eine andere Methode zum Kieswaschen. Vielleicht gefällt es euch. Das ist meine Art, Kies zu waschen. So. Zeige ich das nochmal ganz genau, und zwar scharf. Hinter der Wurzel sind 5 Löcher mit je 3 Kopfstecklingen von dem 4-blättrigen Wasserfreund. So, das sind 5 mal 3 sind 15 Kopfstecklinge, nur an der Wurzel. Und man sieht nichts von vorne. Ist das nicht geil? Es braucht nicht im Boden eingepflanzt werden, gar nichts. Die 3D-Wirkung ist weiterhin erhalten. Aber das zeige ich alles morgen ohne Spiegelung. Für alle, die es noch nicht kennen, zeige ich jetzt, wie der Seetang
bei mir zusammengebunden wird, in vielen kleinen Stückchen. Legen wir mal zusammen. Und dann mit dem Kabelbinder. Ja, zusammengebunden werden. Ja, das ist auch noch nicht alles. So, richtig zusammen machen. Also, dass es kaputt geht, so dass man den schwarzen Kabelbinder nicht sieht. Vielleicht sieht man es, man sieht nichts. So. Dann wird der Kabelbinder abgeknipst. Ungefähr 3 cm. Und ein Stückchen, weniger wie die Hälfte, zurückgebogen. Und mit der Zange. So dass so eine Klammer entsteht. Und mit der Klammer gehen wir jetzt an das Moos, an den Baum, an die Wurzel. Jetzt seht ihr die Wurzel. Da ist eine Bohrung, 2 sogar. Und da kann man zum Beispiel sowas ganz einfach reinstecken, ohne dass es abfällt. Natürlich alles auch dreckig, auch morgen ist es sauber. Jetzt wächst es an und man sieht, ich glaube, kein Kabelbinder. So, das war's. Deswegen sind die Bohrungen nützlich, die da drin sind. Das ist eine weitere Möglichkeit, die Pflanzen zu postieren. Einfach durchstecken in eine Wurzel, die keinen Auftrieb mehr hat. Und schon passt sie wunderbar vor der Wurzel. Vor die Wurzel. Ja, habe ich Probleme damit, ist eh klar. Das war's für heute. Morgen wird's komplettiert. Vielleicht gibt's noch ein Tape anschließend. So, jetzt haben wir einen Tag später. Das Wasser ist glasklar. Und die neue Wurzel in der Mitte drin. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Bis bald, euer Bernd. Einweihungsparty für den Welsturm. Es hat einen guten Tag gebraucht, ehe ich das alles umgebaut habe, bis alles sauber ist. Und es wird bestimmt noch ein paar Umstellungsmaßnahmen geben, aber das Grundkonzept mit der Unterstellmöglichkeit für die Fächergarnele oder für die Welsen und für die Saugwelse, die Höhlen, die bleibt bestehen. Ja, und die Futterdose ist nur für die Panzerwelse gedacht, weil die mit ihrem Barteln da reinkommen und können das raustutzeln. Ein schönes Wochenende wünsche ich noch. So, mal eine Übersicht über das ganze Becken. Entschuldigt die Spiegelung. Aber es geht nicht besser im Moment. Die Dreidimensionalität ist wirklich beeindruckend, das wundert mich selber. Nur durch die Durchblicke
hat man die Tiefenwirkung erzielt.